WindNode ist das Schaufenster für intelligente Energie im Nordosten Deutschlands. Das ist eins der 5 Projekte im Rahmen des Forschungsprogramms SINTEC. Und wir stellen das Energiesystem der Zukunft dar in einer Region, wo wir in vielerlei Hinsicht die Bedingungen des Energiesystems der Zukunft schon heute haben. Ich bin im WindNode-Projekt verantwortlich für die Pressearbeit und die Projektkommunikation, sowohl nach außen als auch nach innen. Das heißt, meine Verantwortung ist es, begreiflich und verständlich zu machen, was wir da eigentlich tun. Also das Besondere an WindNode auch im Vergleich zu den anderen SINTEC-Schaufenstern ist sicher unsere Modellregion. Wir haben wir bilden die gesamte oder fast die gesamte Übertragungszone des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz ab und wir haben da schon jetzt einen Anteil von deutlich mehr als 50% erneuerbare Energien im Netz. Das heißt, bei uns ist die Energiezukunft eigentlich schon Gegenwart. Wir haben viele von den Herausforderungen, die auf ganz Deutschland zusteuern, schon heute. Deswegen können wir auch heute schon Lösungen erproben, die man in der Zukunft überall brauchen wird. Also in WindNode oder in SINTEC insgesamt sind natürlich zum einen viele Einzellösungen entwickelt worden, zum anderen ist aber auch ein sehr lebendiges Netzwerk entstanden. Wir haben die Akteure des Energiesystems aus einer ganzen Region zusammengebracht und das erwarte ich mir, also neben den Ergebnissen aus den Einzelprojekten erwarte ich mir, dass vor allem dieses Netzwerk weiter lebt und auch aus sich heraus noch viele der Musterlösungen, die wir erarbeitet haben, weiter in Funktion bringt. Aufgabe von WindNode, genau wie des gesamten SINTEC-Programms, war es ja, Musterlösungen für die Energiewende zu erarbeiten. Und ich denke, davon können gerade Stadtwerke ganz besonders profitieren, weil sie praktisch in einem Set, in einem Projekt eigentlich State-of-the-Art-Lösungen für alle Fragen der Energiewende finden können.